Gomoje. Naja, wie auch immer, Gomoje. Hier haben wir jetzt heute schon wieder Abend, genauer gesagt 20 Uhr, in Kingdom Come Deliverance. Willkommen zu einer neuen Folge. Und ihr dürftet es ja jetzt wahrscheinlich schon um die Mittagszeit herum haben. Ich weiß noch nicht genau, ich habe momentan wieder so viele Projekte, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich sie genau planen soll. Weil sie irgendwann so gegen 8, 9 Uhr rauszuhauen, macht auch keinen Sinn, denn da sind eigentlich alle auf der Arbeit oder in der Schule. Deswegen bin ich da momentan so ein bisschen am Praktizieren und weiß nicht genau, wie ich die Projekte am besten unterbringen soll. Lasst uns mal schauen, ob wir vielleicht jetzt noch fix diese Sache da starten können, das Duell. Wo einmal der gerade rum da hinten ist, der unterwegs. Halt. Suchst du jemanden? Jo. Ich bin eine erfahrene Dirne. Hey. Mich überrascht nichts mehr. Was starrst du so? Die Bäder sind für Zahlengäste und nicht für Lümmel, die einen faulen Lenz... Hey, oh, ach, das ist das Bad. Willst du dir Tag und Nacht wie ein ausgestopfter Uhu rumglotzen? Wenn du dir kein Bad leisten kannst, dann verzieh dich. Ich könnte mir ein Bad leisten. Arrogante Bonzen. Wo müssen wir denn sonst noch so hin? Ach ja, da oben, in die Scarlet-Zerminen, genau, da war ja was. In Talmberg kann ich wohl Dietriche kaufen, habe ich gehört. Wir müssen auch zurück zu Herrin Stefanie. Dann reiten wir da mal per... Ach ja, wir tragen ja zu viel. Das bestimme immer noch ich, ob ich zu viel trage oder nicht. So, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz uns einen Händler krallen. Und ich muss irgendwie zusehen, dass ich Sachen verkauft bekomme. Das ist langsam... Ja, ich müsste dringend mal skillen, dass die Rüstungen nicht mehr so viel wiegen, die ich trage. Dieb, Dieb, wo denn Dieb, Dieb? Der, der gerade vorbeigelaufen ist oder wo oder was? Damit kommst du nicht durch. Ich den einmal anhaue. So, helfe mir doch jemand! Ach, das ist gar nicht der. Oh, das ist der Dieb. Konnten wir den nicht stellen? Boah, der andere hat mich gehauen. Und nu? Hast du genug? Ja, ja. Hast mich erwischt. Bei Gott, es war doch nur ein Stück Brot. Ich verhungere. Oh, dafür wirst du sterben. Okay, Brot. Nun, weißt du was? Behalte es. Was? Im Ernst? Hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und, hast du die Beute? Nein, er hatte nichts bei sich. Nichts? Wie das? Er muss sich fallen lassen oder weitergegeben haben. Der teuflische Bastard. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. Jetzt habe ich 2 Groschen dafür bekommen, dass ich den belogen habe. Oh Gott. Oh. Sorry. Wie kommen wir denn am besten nach Talmberg und am schnellsten? Warte mal, ich nehme mal lieber die Fackel raus. Mach mal eine Reise. Ja, stimmt schon, mir wurde geschrieben, dass ich ja auch einiges noch in der Satteltasche habe, was mittlerweile schon gammelig sein müsste. Oh, warte mal, ich will aber mal ganz kurz schauen. Ich habe hier doch auch noch Sachen, genau, die noch nicht gammelig sind. Und unser Heinrich hat doch schon wieder Hunger.
Gut, was heißt schon wieder? Momentan hält er sich einigermaßen zurück. Da war ein Hinterhalt im Gebüsch. Oh Gott, was ein Weg. Eieieiei. Oh Gott, man sieht jetzt gar nichts mehr. Wo muss ich denn jetzt runter? Muss ich jetzt hier rechts oder wo muss ich weiter? Nee, rein theoretisch könnte ich schon in die Richtung weiter. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Nee, da oben, das ist der Weg, den ich brauche. So, Samopescher Wälder. Dann können wir nämlich gucken, dass wir bei Herrin Stefanie die Quest mal abgeben. Zum einen, zum anderen können wir dann in Thalenberg Dietriche kaufen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal für den Tipp, dass wir da was finden können. Jetzt bin ich falsch rum abgebogen. Jetzt bin ich nämlich nach Ledeczko geritten. Wir müssen rauf zu. Den Weg hier rauf. Gut. Ich muss jetzt übrigens mal noch schauen. Ich hatte immer noch kein Video gemacht zu dem Pferdemod. Muss ich unbedingt noch machen. Ich hatte das eigentlich alles aufgenommen, als ich das selber gemacht habe. Aber ich habe anscheinend die Dateien mitgelöscht. Es ist jetzt kein Riesentanz, das zu machen. Das ist eine Sache, von ein paar wenigen Minuten diesen Mod drauf zu ziehen. Trotzdem gehen dann natürlich die Hauptprojekte erstmal vor. Jo. Deswegen reite ich ungerne bei Nacht, weil man dann selbst mit der Fackel nicht mehr wirklich was sieht. Was sind denn hier bei Nacht eigentlich immer so komische Kerle noch unterwegs? Das war tatsächlich der Weg, den ich gesucht habe, aber jetzt bin ich falsch abgebogen. Wir müssen... auf den Weg da, glaube ich. Oder? Ja, sieht gut aus. Oh, Hölle. Oh, das ist schon spooky, so in der Dämmerung. Und dann kommen dann noch die Krähen an. So. Lauf, Pegasus! Schwing die Hufe! Ein Silberstreif am Horizont kündigte die hereinbrechende Nacht an. Ich glaube, ich habe mich verritten. Ja, genau, da hätte ich nämlich gerade rechts gemusst. Immerhin habe ich es gemerkt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Er sah aus wie der eine Oberköhler, mit dem wir geredet haben, als wir, als wir dann das erste Mal auf Ulrich getroffen sind. Oh. Ich hab mich wohl verritten. Ja, hier müsste ich wieder raus. Da muss ich nur gucken, wo ich in Thalenberg schlafen kann. Verzeihen Sie die Störung, ich bin nur falsch abgebogen. Alles gut. Wo muss ich denn jetzt lang? Himmel.
Ich glaube, das ist der Weg, den ich gesucht hatte. Oh Gott, mein armes Pferd. Hoffentlich verknackst sich das jetzt hier nicht ein Bein bei der Aktion. Oh, ich habe mich damit schon wieder verritten. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich gerade gar nicht mal so blöd. Wir müssen jetzt geradeaus über die Brücke. Dann müssen wir nach rechts und dann geht irgendwann links ab ein Weg zur Burg hoch. Und da müssen wir dann hin und dann hoffe ich doch mal, dass wir da morgen Dinge verkaufen können, Dietriche bekommen, mit Herrin Stefanie reden können und viel wichtiger, erstmal irgendwie schlafen können. So. Huch, ich wollte das Schwert nicht ziehen. Tut mir leid. Ja, da können wir schlafen. Wunderbärchen. Und wir schlafen mal bis 7:30. Das ist eine gute Zeit. Dann haben wir noch viel, viel, viel Zeit am Tag vor uns, wo wir Dinge erledigen können. Das, was eben heute so ansteht. Und dann können wir ja vielleicht dann morgen in der Folge Richtung Scarlet-Zerminen aufbrechen. Ich glaube nicht, dass wir es heute noch schaffen. Kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell wir hier vorankommen. Gucken wir mal. Und die hat sie aber schnell angezogen. Okay, jetzt brauchen wir auch die Fackel nicht mehr. Die können wir jetzt wieder wegpacken. Herrin Stefanie. Ja, die Gutste muss ich jetzt erstmal wieder finden. Warte mal, können wir hier unten in der Küche vielleicht irgendwas essen? Mir geht's soweit gut, danke der Nachfrage. Wir essen einfach mal aus dem Topf noch, während sie darin herumrührt. Mundraub. Ja gut, Mundraub ist es ja nicht direkt. Willkommen, Heinrich. Hier war ich wohl falsch. Muss ich nach oben? Ja. Willkommen. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Naja, man muss ihm nur was vorsingen, dann geht das. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Sie muss doch nur singen. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar! Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Naja, ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Warte, hier sollte eigentlich ein großer Moldavit eingefasst sein. Was ist das hier? Der Moldavit ging irgendwo zwischen Prag und Sasau verloren. Ich habe dafür gesorgt, dass man ihn ersetzt. Ach, ich verstehe. Ich ziehe es eigentlich vor, solcherlei Dinge selbst zu entscheiden. Was wollte ich noch? Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten.
Nö, nö, nö. Wir wählen mal lieber nichts davon. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert, damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge, ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Ja, komm. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herrin. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Heinrich, Heinrich, Heinrich. Eine Stunde, ja, immerhin hat es sich halbwegs gelohnt. Wir sind wieder angezogen, das ist sehr schön. Ja, ich wollte noch nach einem Händler gucken. Wir gehen dann wohl mal besser. Es ist überhaupt nichts. Es ist null passiert. Wir haben nur wieder den Platz hier, Spaff. Ja, wo ist denn jetzt der Händler? Alter Falter, hier macht man was mit. Heinrich, du alter Lustmolch. Händler. Da in dem Haus. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, ja, ich dachte, ich komme mal vorbei. Das ist ein Dorfbewohner. Das ist ein privater Bereich. Da darf ich nicht rein? Oder ist Wotava der Händler? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Oh, sehr schön, Dietrich. Die nehmen wir gleich mal alle mit. So, da feilschen wir mal drum. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. 165 will er dafür. 130. Sind wir uns einig? Mehr. Okay, das war ihm wohl viel zu wenig.
Er geht auf 150 runter. 140? Naja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh, immerhin. 25 Groschen gespart. Oh, der hat eine Hand verloren, der Arme. Ich will mal schauen. Der kumanische Bogen ist eigentlich in allem besser und bringt weniger. Dann packe ich den in mein Inventar zurück. Ich glaube, mit dem Schild, ich weiß nicht, ob ich mit dem Schild großartig kämpfen werde. Keine Ahnung. Die Sachen, die werde ich mal gucken, dass ich die verkauft bekomme. Das ganze Vergammelte. Okay, und die edlen Stiefel kann ich momentan nicht verkaufen. So, mal gucken, dass sie hier noch ein bisschen was loswerden. Wenn du gehst. So, das klicken wir mal weg. Verkaufen. Die würde ich gerne verkaufen. Das würde ich verkaufen. Den billigen Wein verkaufen wir auch mal. Das gebratene Huhn ist auch nicht mehr wirklich haltbar. Oh, das kann ich nicht verkaufen. Das wäre gemein. Den da. Die. Was auch immer die Nackedei-Würfel sind, was ist das? Die Legende sagt, dass mit diesem Würfel mehr als nur eine Maid ihr letztes Hemd verliert. Oh je. Komm, den Schnaps verkaufen wir auch mal. Die Verbände haben Haltbarkeit verloren, okay. Ich nutze das ganze Zeug sowieso nicht. Wir müssen immer noch irgendwas loswerden. Was könnten wir denn noch verkaufen? Ja, die Fackeln auf keinen Fall. Die Rüstungssets, die nutze ich momentan sowieso nicht. Weil ich glaube, die sind für meine Rüstung eh schon zu schlecht. Okay, er würde uns 155 geben. Ich hätte gerne 170. Einverstanden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. 165. Naja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Gut, jetzt kann ich nämlich auch endlich mal wieder mich schneller bewegen und ja, ich bin agiler. Gut, ihr Lieben, wir haben damit die Quest hier abgeschlossen. Wir haben auch jede Menge Dietriche. Das heißt, wir könnten in der nächsten Folge rein theoretisch nach Rovna reisen und dann dort die Minen auskundschaften. Das wäre doch mal was. Also, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!